Siegelführer, ja, beiden Novizen an der Grenze des Herzlandes treffen. Wo ist das? Da! Da musste ich doch, glaube ich, sogar hin, ne? Irgendwie irgendeine Mission hatte ich schon, die da hinten irgendwie ist. Ach du Schande! Dies ist heiliger Boden, Frankländer. Ihr gehört nicht hierher. Ich bin irgendwie gewillt, die Hauptquest weiterzumachen. Ich weiß, wir haben hier mittlerweile tausende von Quests, haben wir. Aber ich möchte irgendwie den Teil 2 machen. Ich erfuhr zwei Dinge. Die Welt erwartet ein Geschehnis, das sich die Läuterung nennt, in dem eine ganze Zivilisation, unsere, spurlos verschwinden wird. Wenn wir sie nicht aufhalten. Außerdem soll ich einer der Boten sein. Persönlichkeiten, die im Kampf gegen die Läuterung eine entscheidende Rolle spielen. Arantial will, dass ich deshalb formell dem Orden beitrete und dafür die Prüfung absolviere, die die Novizen des Ordens ebenfalls ablegen müssen. Ich soll Siegelsführer Jorek Bata an der Grenze des Herzlandes aufsuchen. Ich mach das jetzt. Ganz egal, was jetzt so mancher sagt. Ich will das jetzt machen. Ich glaube, ihr wollt das auch, deswegen mache ich das jetzt auch. Ich muss allerdings mal auf den Marktplatz. Ich will so ein paar Dinge loswerden. Achso, jetzt habe ich F gedrückt. Arg Marktplatz. Weil ich hoffe, es wird Tag. Sonst muss ich nochmal schnell in die Falle hüpfen. Wobei, Moment, wir können Gnadalf besiegen. Shit, das hätte ich jetzt eigentlich machen können. Mal sehen, wie spät es gleich ist. Wie spät? 3.05 Uhr. Ich muss es probieren. Oh, ich drücke mal F. Weil ich spiele nämlich im Moment, bin ich ja ganz ehrlich, ich spiele im Moment ein anderes Spiel. Da muss ich mal F drücken für Aktion und mittlerweile habe ich mich an die F-Taste gewöhnt. So. Madam. Ich will hier raus. Ist das hier der Ausgang? Oh. Ja, das ist der Ausgang. Raus da! Jetzt müssen wir mal gucken, ob da irgendwo Gnadalf ist. Ich denke mal ja. Oh, das wäre... Aua. Irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. Prost! Ich kann doch nicht mal trinken. Ist doch tatsächlich gerade auf den Bauch gelaufen. Schreitet wohl! Ich gehe jetzt mal gucken. Weil eigentlich sollte... Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Doch, da ist er. Dann können wir nämlich Gnadalf auslöschen. Ah, jetzt habe ich gerade das Geräusch gehört. Dieses... Irgendwie so ein ganz merkwürdiges. Da war es wieder. Nee, das könnte auch der Myrade gewesen sein. Hallo? Tschirsch, was zum... Ihr habt mich erschreckt, verdammt nochmal. Was wollt ihr? Seid ihr Gnadalf? Bitte was? Dieses Grunzen, das ihr von euch gebt, was ist das? Grunzen? Ich bete. Beim Namen der Sonne, habt ihr Scheirich denn überhaupt keinen Anstand? Sollen die Geister des Schandes euch doch holen? Ihr ignorante Ausscheidung eines Wüstenwurms! Ihr gehässiges Kamel, ihr... Moment mal. Was? Gnadalf! Hilfe!
Ich weiß noch nicht, wie ich dem entgegenwirken kann. Vielleicht mit... Moment. Wir machen mal eben gerade eine ganz, schöne Sache, und zwar ein Genesungstrank. Auch wenn ich die sehr ungerne trinke. Und ein Mana. Beziehungsweise zwei! Hilfe! So, Feuer gefällig! Okay. Schön! Boah, wir sind ein Level aufgestiegen. 150 EP haben wir gekriegt. Sie sind jetzt auf Lernstufe. Wir sind jetzt auf Stufe 10 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Yes! So, wählt ein Attribut. Was müssen wir nehmen? Lebensenergie könnte ich eigentlich mal wieder gebrauchen. Bis nach Mitternacht warten. Und den Troll Gnadalf. So. Dann wollen wir mal das Trollfett nehmen. Wo ist denn dieser Typ jetzt eigentlich hin? Wieso das denn? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ah, da ist er ja. Jetzt werde ich ihn nochmal sprechen. Ich. Was. Was war das denn eben? Ein Troll, schätze ich. Ach, wirklich? Saldrin, hüte mich vor eurem Scharfsinn. Was ich meine ist, wie zum Henker kommt ein Troll so nah vor die Stadttore? Diese Gardisten werden auch immer nachlässiger. Schlimm ist das. Ja. Naja, ich schätze, ich bin euch Dank schuldig. Ohne eure Hilfe wäre das übel ausgegangen. Jetzt entschuldigt mich. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Okay, kein Problem. Wissen, ihr stammt nicht von hier, richtig? Kirasch, was hat mich verraten? Meine Haut oder mein Name? Schmunzeln, beides? Ich stamme aus Kyra. Aber ich war erst 6, als mein Zirkel hierher übersiedelte. Und da ich nächsten Monat meinen 60. Winter sehe, macht mich das vermutlich genauso endraläisch wie jeden anderen hier auch. Ah, okay. Und weshalb seid ihr damals hierher gezogen? Das hatte viele Gründe. Sagen wir einfach, Kyra ist nicht das schillernde, exotische Traumland, als das manche Barden und Dichter es gerne verkaufen. Mhm. Ich bin sehr glücklich, hier leben zu dürfen. Über Endaral kann man sagen, was man will. Aber es ist zumindest friedlich und beständig. Was sicherlich auch daran liegt, dass Malphas hier herrscht und nicht Saldrin. Okay. Na denn. Einen schönen Tag noch. Schönen Abend. Oder, naja, ist ja eigentlich schon ein guter Morgen. Es dürfte eigentlich die Sonne gleich aufgehen. Oh! Was ist das? Oh Gott. Habt ihr gerade die Möwe gesehen? Das war einfach mal eine Möwe, die durch alles durchfliegen kann. Die ist aus einer anderen, weiß ich nicht, eine andere Ebene hat die erreicht. Deswegen kann die einfach so durch den Boden fliegen. Unglaublich. Unglaublich. So, Gnadalf ist Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die zu Hause? Oh, nö. Egal. Ich hätte den Myranenturm noch ansteuern können. Ich will mal eben gerade gucken. Da ist der Myran und da ist auch noch der Myranenturm im Außenbereich. Ich meine, wir könnten da auch zu Fuß hinlaufen. Aber ganz im Ernst, in der Dunkelheit will ich das nicht. Ich kann euch doch nicht immer zu zumuten, dass wir im Dunkeln irgendwo hinlaufen. Ich wollte ja eigentlich zum Marktplatz, aber irgendwie, weißt du, das lassen wir jetzt einfach mal sein. Ah, Myranenturm, Ark, Außenbereich. Guten Tag. Oh, was für ein hübsches Tier. Hallo. Ich möchte mit dem Myranen fliegen. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Herzlandgrenze. Er möchte sogar mit mir fliegen? Das ist ja toll. So, mal gucken, ob jetzt wieder Tag ist. Oh. Mir rutscht auch manchmal der Kopfhörer so ein bisschen. Ist schön, ne? Was?
Irgendwie habe ich hier gerade nicht so wirklich Empfang gehabt. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber eben gerade hat mein Handy so ganz wilde schon Geräusche. Schon wieder dunkel. Herrje, wie die Zeit vergeht. Hä? Wie spät ist denn das? 4 Uhr morgens. Naja, ist wie die Zeit vergeht. Eigentlich wird es schon wieder Tag. So, speichern. Guten Tag, der Herr. Hier gibt's nichts zu sehen. Geht weiter. Großmeister Arantia schickt mich, ich soll die Prüfung zum Hüter ablegen. Ah ja. Dann seid ihr also das Wunderkind. Ich hatte was anderes vor Augen. Miss. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die Novizen werden jahrelang auf die Prüfung vorbereitet. Und so sehr ich den Großmeister respektiere, das hier halte ich für leichtsinnig. Naja. Also noch einmal im Klartext. Es wird gefährlich. Das muss euch bewusst sein. Och, viele Dinge sind gefährlich, in der Regel die interessanten. Verwegen, verwegen. Aber schön, wie ihr wollt. Dann wird es von mir zuteil, die erste Wegelose in der Geschichte des Ordens zur Hüterin zu erheben. Welch eine Ehre. Los, gebt mir das Päckchen vom Großmeister und sagt euren Mitstreitern Hallo. Mann, du bist aber nett. Mit anderen Prüflingen sprecht, wenn... Guten Tag. Ich will es nicht hören. Was? Euer Geschwafel, ich will es nicht hören. Verschwindet einfach. Was ist euer Problem? Mein Problem? Mit diesem Land geht es bergab. Und ihr seid der lebende Beweis dafür. Erst wird diesen eremesischen Wildmagiern erlaubt, auf dem heiligen Tempelboden herumzulaufen, als wäre es der eines Bordells. Dann werden irgendwelche Söldner angeheuert und jetzt sollt ihr, eine Fremdländerin, eine Weglose, plötzlich die Siegelweihe erhalten. Wir haben jahrelang dafür trainiert, hier sein zu dürfen. Und ich dachte bislang, dass dieses Land Traditionen und Glauben achtet. Aber dem ist scheinbar nicht so. Jetzt geht mir gefälligst aus den Augen. Naja, das sind so diese typischen Hater. Guten Tag. Was? Oh, hallo. Ihr seid der unerwartete Zuwachs, richtig? Das Wunderkind? Manche nennen mich so, ja. Interessant. Ich bin Kalia Sakarisch, meines Pfades Novizin und Anwärterin des ersten Siegels. Ich habe gehört, was ihr in Aldrashengrad getan habt. Dass ihr allein die Forschungen gerettet und die Söldner zurückgedrängt habt, meine ich. Mhm. Meinen Respekt dafür, wirklich. Es zeugt von Mut und Opferbereitschaft. Mit Opferbereitschaft hat das nicht viel zu tun. Diese Kerle hatten es nicht anders verdient. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Achso, außer den Splittern habe ich nicht viel retten können. Eure Leute waren bereits tot. Das war mehr Zufall als Entscheidung. Ich scheine Ärger einfach anzuziehen. Nein, das Obere. Das mag sein, ja. Manchmal ist der Tod die einzig logische Konsequenz unserer Taten. Ich frage mich wirklich, was sich diese Söldner gedacht haben. Ganz gleich, was es mit den Ausgrabungen des neuen Großmeisters auf sich hat. Wer den Heiligen Orden attackiert, muss entweder sehr mächtig oder sehr leichtsinnig sein. Nun ja, lasst uns später weiterreden, in Ordnung? Ich will mich noch etwas sammeln. Okay, wir haben leider die falsche Antwort gewählt. Ich wüsste mal gerne... So, genug gefaulenzt. Egal. Kommt her! Diese Tränke hier werdet ihr später brauchen. Gebt gut auf sie Acht. Ansonsten ist es noch ein kleines Stück zum Ritualplatz. Die Sporen im Flüsterwald werden euch als Magiebegabten ein wenig zusetzen. Aber wir bleiben nicht lange dort. Alles Weitere erkläre ich dann am Ritualplatz. Noch Fragen? Ihr sagtet etwas von Sporen im Flüsterwald. Was genau hat es damit auf sich? Lange Geschichte, die Kurzfassung. Im ganzen Flüsterwald schweben Pilzsporen herum, die Halluzinationen herbeirufen und euer Arkanistenfieber verschlimmern. Oh oh. Entweder man belässt es also bei einem kurzen Spaziergang durch ein sporenverseuchtes Gebiet, oder man sucht sich magischen Schutz. Okay, gehen wir. Wohlan denn. Bleib dicht bei mir. Na, das wird ja lustig. Oh, die Musik. Endlich mal andere. Koa, weg hätte die Stadt eingebaut. Knopsflasche und deine verdammten Staub ist aber das Wichtige.
Irgendwann wirst du das begreifen. Allem, was passiert ist, gedeckt. Alter, wer stirbt? Was zum alles in der Welt war das gerade? Wer wird umgebracht oder so? Das ist also der Flüsterwald. Cool. Faszinierend. Ich habe viel davon gelesen, ihn aber noch nie aus der Nähe gesehen. Meine Brüder und ich sind auf Jagdausritten schon dutzende Male an seine Grenze geritten. Aber hey, dafür kennst du sicherlich jedes Rattenloch in der Unterstadt. Boah, wie freundlich. Mal sehen, ob noch so ein paar Sachen kommen. Mich würde es nicht wundern. Es geht los. Ich bin zu alt dafür. Ich bin zu alt dafür. Also wirklich. Hier kommen also diese... Oh, hier geht's los. Oh, das ist ja gut. Vielleicht sollte ich nochmal so ein paar Punkte verteilen. Warte mal. Das habe ich irgendwie total vergessen. Ich habe ja noch die Lernpunkte. Ich glaube, ein oder zwei müsste ich haben. Ich würde ja gerne in Sachen Magie ein bisschen was verbessern. Konzentration war das, glaube ich, ne? Nee. Lehrling der dunklen Künste. Eigentlich will ich keine dunklen Künste haben. Arkane macht? Da, Elementarlehrling. Verringert die Mana-Kosten von Elementarzauber der Novizen- und Lehrlingsstufe. Das machen wir. Weil gerade so... Ah, null verbleiben, okay. Weil gerade, wenn wir mit Feuer um uns schießen und mit Eis... Nee, nicht mit Eis. Mit Feuer. Nee, sagen wir einfach mal mit Feuer. Wenn wir mit Feuer schießen, wird das um einiges weniger dann. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also mit den Feuerbällen kommt man hier auch ganz gut durch. Ich will extra die Blitze nicht nehmen, weil bei den Blitzen habe ich nämlich dann das Problem, dass ich wahrscheinlich die anderen, also den anderen damit Schaden zufüge. Und das will ich eigentlich, wenn möglich, vermeiden. Oh, diese Musik. Moment, seht ihr das? Ja, der Mann. Was macht er da? Oh nein. Ist doch einerlei, oder? Was soll er uns schon anhaben? Er hat hier nichts zu suchen. Kein Händler, der bei rechten Sinnen ist, würde freiwillig die Straße durch den Flüsterwald nehmen. Wir sehen uns das mal an. Haltet euch bereit. Das ist aus meinem Endscreen der eine Typ. Oh mein Gott. Pass auf. Sie ist nun bei mir. Für immer. Kirash. Was zum... Hey, ihr da! Wer seid ihr und was soll das hier? Sie ist nun bei mir. Für immer. Habt ihr was an den Ohren? Weist euch aus, verflucht nochmal! Seine Augen, Meister. Das ist der rote Wahnsinn. Verdammt! Natürlich! Ihr werdet nun diese Spitzhacke weglegen, Messer. Und dann auf die Knie. Sie wollte gehen. Versteht ihr denn nicht? Sie wollte mich verlassen, einfach so. Aber jetzt wird sie bleiben. Was macht er da? Oh, Alter, bist du denn bekloppt? Einen rechten Weg. Hast du den Verstand verloren? Dasselbe könnte ich euch fragen, verdammt. Habt ihr vergessen, was Magister Jero den Novizen angetan hat? Der Mann war besessen. Er hätte uns jeden Moment angreifen können. Ach, tatsächlich? Malfas behüte uns vor deinem Scharfsinn. Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass wir die Krankheit verstehen lernen müssen, um sie zu heilen? Richtig. Und dass manche Apothekarii für einen lebenden Befallenen ihre linke Hand gegeben hätten? Das ist nicht gerecht, Meister. Ich habe uns beschützt. Falsch. Du hast dich wie ein Idiot benommen. Und das nicht zum ersten Mal. Die Magister mögen deiner religiösen Hingabe und Blutlinie wegen darüber hinwegsehen. Aber wenn so etwas nochmal passiert, dann suspendiere ich dich von der Prüfung. Und du kannst den Rest deines Lebens Gebetsbänke putzen. Ui. Hast du mich verstanden, Dunvar? Er wollte uns beschützen, Meister. Vielleicht... Hast du mich verstanden? Ich habe verstanden, Meister.
Und ich bitte um Verzeihung für mein Fehlverhalten. Gewährt. Und jetzt weiter. Um die Körper kümmern wir uns nach der Prüfung. Alter. Hat der irgendwas dabei? Nö. Wie krass! Alter, was ist das denn hier? Hilfe! Und ein toter Esel! Kann ich diese Pilze da mitnehmen? Oh, ich bin gerade voll geschockt. Machen wir mal weiter. Oh, Person. Alles in Ordnung? Spaß dir. Gut. Mal sehen, ob wir hier noch ein paar Besessene finden. Was ist denn das hier? Scharem Alter. Das sieht hier sehr verboten aus, will ich mal sagen. Bebt das hier? Ich speichere mal eben. Hier, die nehmen wir mit. Da ist der Ritualplatz wahrscheinlich. Das ist er. Der erste Stützpunkt. Hier haben Malfas Vasallen, als sie nach ihrer langen Reise an Land gegangen sind, Lager errichtet. Benehmt euch also entsprechend. Auch ihr, Wunderkind. Ja, natürlich. Ich benehme mich immer. Oh. So. Bevor wir beginnen, gibt es noch etwas, das ich euch mitteilen muss. Etwas, Wichtiges. Die Gerüchte um den Tod der Lichtgeborenen, sind wahr. Bitte? Die Götter sind tot. Seit mehr als zwei Wintern schon. Der Orden weiß schon lange davon, enthält aber dem gemeinen Volk die Kunde vor. Aber nun, wo ihr zwei, ihr drei, die heilige Prüfung ablegen wollt, führt kein Weg mehr an der Wahrheit vorbei. Aber wie kann ein Gott sterben? Seit der ersten Offenbarung der Lichtgeborenen gab es auch eine Prophezeiung, in der von einem Schattengott die Rede ist, der ihre Herrschaft beenden wird. Und sie hat sich bewahrheitet. Es tut mir leid. Es tut euch leid? Ihr sagt uns, dass die Götter nicht mehr sind und es tut euch leid? Was kommt als nächstes? Dass die Sonne aufhört zu scheinen? Sagt, dass das eine Prüfung ist, Meister. Das ist es doch, oder? Eine Prüfung unseres Glaubens. Ist es nicht. Die Götter sind nicht mehr. Aber so schwer es auch sein mag, wir können uns keine Sinnkrise leisten. Wir? Es gibt etwas anderes. Was ist denn schon noch wir? Der Orden der Götter, Malfas Orden, wurde geschaffen, um die Lichtgeborenen zu schützen. Und wenn das, was ihr sagt, diese Blasphemie wahr ist, dann sind wir bedeutungslos. Wir haben versagt. Versteht ihr denn nicht? Nein. Oh, beim Schwarzen Wächter, ich kann das einfach nicht glauben. Und bin ich auch nicht vor euren Augen, lebt stets meine Tugend. Buch 12, Vers 93. Ich weiß, es ist schwer, aber wenn das wirklich stimmt, müssen wir Stärke zeigen und an die Idee glauben, für die Lichtgeborenen standen. Genau. Nämlich der Idee von Frieden und... Ach, halt dein Maul, Sakharesh! Du bist doch der Beweis dafür, dass es mit dem Orden bergab geht. Meinst du, ich weiß nicht von dem Dorf? Du bist eine verfluchte Hexe. Und deinesgleichen hätte man früher ans Kreuz genagelt. Alter! Du weißt nicht, was du da sagst. Genug jetzt! Wir sind alle auf derselben Seite. Ja. Sind wir nicht! Dieses Weib hat kein Recht, die weißen Gewänder zu tragen. Und wenn ihr den heiligen Versen mehr Aufmerksamkeit widmen würdet als eurer Schnapsflasche, dann hättet ihr das schon lange erkannt. Alter! Aber nein, ihr! Schweig! Ich schwöre dir, noch ein Wort. Und du wirst dir wünschen, ich hätte dich nur suspendiert. Aber... Nichts aber! Halt einfach mal dein verdammtes, vorlautes Maul! Hast du mich verstanden? Ja. Ich hoffe es. Deinetwegen. Sei froh, dass wir jetzt mehr denn je fähige Magier brauchen. Sei einfach froh! Und jetzt genug davon. Unser Verhalten entweiht diesen heiligen Ort. Nach der Prüfung bleibt genug Zeit für Sinnkrisen und Depressionen. Ja. Los, rezitieren wir die heiligen Worte. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren.
im Leben und im Tod. Möge dein Licht mich leiten. Gut, wie ihr schon wisst, werden in dieser Prüfung sowohl die Standhaftigkeit eures Geistes als auch eure Gabe, euch selbst zu hinterfragen, getestet. Behaltet das im Hinterkopf. Mhm. Jetzt trinkt den Trank, den ich euch gegeben habe. Ihr zuerst, Wunderkind. Hoffen wir, dass der Großmeister mit seinem Glauben an euch recht behalten wird. Was? Trinke ich da? Ich hätte vielleicht den Helm... Oh! Was passiert denn jetzt? Oh, jetzt knittert das hier im Hintergrund wieder. Oh Gott, was? Was? Wer? Oh. Wer bist du? Oh nein, 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 nein. Ich wusste, dass ich nicht der Letzte sein würde. Haben sie euch auch die Mären von dem Geist des Hüters erzählt? Sie haben euch eine Falle gestellt. Und ihr seid hineingetappt, weil ihr euch von eurem Übermut habt blenden lassen. Oh, beim rechten Weg, nimmt das denn nie ein Ende? Wann wird sich der Unterdrücker jemals zufrieden geben? Ihr seid nicht real, nicht wahr? Das spüre ich. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Okay. Aber was ist denn schon Realität? Wenn ich euch sagen würde, dass ihr in Wahrheit mit eurem Freund Sirius zusammen tot auf dem Meeresboden liegt und alles bis zu diesem Punkt, eure Reise nach Ark, die Suche an der Sonnenküste, nur ein Traum ist, könntet ihr den Unterschied erkennen? Die Antwort ist nein, denn ihr wollt nicht tot sein. Und deshalb würdet ihr alles daran tun, diesen Traum als Realität zu verteidigen. Das macht gerade wieder... Boah. Wenn man da mal gerade so drüber nachdenkt... Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gerade so Klick macht, aber bei mir macht das gerade hier wie so, als ob ein Schalter runtergeht. Stell dir das mal vor. Wir träumen das alles. Dass das quasi mit dem Ende der Welt, wenn das eintritt... Dass wir dann richtig tot werden erst. Boah, ey. Was für eine geniale Story. Ganz im Ernst. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Enderei so fesselnd ist. Und vor allen Dingen so tiefgründig und alles. Das macht mich fertig. Wie? Sollte ich träumen können? Wenn ich in Wahrheit tot bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Was bedeutet schon Zeit für die Toten? Keins. Die letzte Sekunde, bevor eure Lunge zerreißen könnte. Jener letzte kleine Moment allein könnte euch hier als Ewigkeit erscheinen. Ja. Aber was rede ich da? Ihr seid stur und euch zu überzeugen ist mühselig. Ich bin ohnehin nur ein Auge. Nun lasst mich alleine, bevor wir den Unterdrücker noch weiter erzürnen. Er mag keine Worte. Er mag das Schweigen. Mhm. Wer ist dieser Unterdrücker? Der Grund dafür, dass wir hier für immer gefangen sind. Dass uns der Zugang zu unseren Gefühlen und Wünschen fehlt. Es ist sein Ziel, dass wir die Hoffnung verlieren. Dass wir aufhören zu glauben. Aber kann es sein, dass ich genau das tun muss, um mich von den Träumen der Vergangenheit zu lösen? Aufgeben? Wer sagt mir denn, dass sie mehr waren als Träume, die ich schon damals mit neuen Träumen begraben habe? Aber nein. Noch bin ich nicht so weit. Noch hat er mich nicht gebrochen. Es ist menschlich, an der Hoffnung festzuhalten. An dem Glauben, dass ein Wunder geschieht, das uns befähigt, dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Also warte ich und ihr mit mir. Für immer. Nee. Für immer ist das nicht. Dem seltsamen Ort entkommen. Was? Ist das hier tatsächlich so klein? Da ist aber was. Da dampft es. Da kommt Wasser raus. Der redet nicht mehr mit mir. Da, Fesseln öffnen. Warum bleibt die Hand da drin? Hier könnte ich schlafen. Oh! Was passiert denn jetzt?
What? Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Das wüsste ich selbst gern. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen. Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Kommt, geht vor. Ja, natürlich. Du gehst nicht vor. Ich muss natürlich erstmal gucken, was da ist, damit du die Gefahr nicht siehst. Wo bin ich hier? Benötigt ein Schlüssel. Hier ist irgendwas. Da hinten, ich sehe es. Menschenfleisch. Ich weiß nicht, ob man das hier mitnehmen kann. Aber ich nehme es einfach mit. Verführerin? Alter! Die haut aber rein. Oh, das haut aber richtig rein, der Feuerball. Wo kommen die denn alle her? Die sind auch alle leer. Einer ist da noch. Bams! Boah, ey. Die halten aber nichts aus. Irgendwo kommt da noch wer? Mal sehen. Was ist denn das? Hier fliegt einfach mal ein Stuhl. Ich habe nur ein Messer? Na, das ist ja traumhaft. Ich habe ja nichts im Inventar. Oh, Backe. Und zerschlissene Kleidung. Mal wieder in einem Gefängnis angefangen. Ist ja wieder schön. Oh. Ich bin ganz froh, dass ich Magie geskillt habe, aber hallo. Bei den Göttern. Das sind die Geißeln des Unterdrückers. Sie sind gekommen, um uns zu bestrafen. Na, warte nur mal ab. Wir können nicht entkommen. Aber zumindest einmal einen Blick hinauswerfen. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Och, was ist schon ein Verbrechen, wenn man ausbricht? Mal sehen. Menschenfleisch. Nehme ich einfach mit. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo Geister sind. Weil die Geister gehen eigentlich, ne? Also unser Feuerball ist richtig gut. Oh, warum sind denn hier so viel Verbrannte? Sind das die zufälligerweise, die wir am Anfang gesehen haben in der Vision? Oh, neue Kleidung. Ziehen wir an. Da geht eine Treppe hoch. Ich wüsste mal gern, was passiert, wenn ich da runtergehe. Ich nehme einfach mal alles mit. Weißt du, ich bin einfach mal so und klaue mir hier alles zusammen. Hä? Jetzt bin ich im Kreis... Nee, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Gibt's hier irgendwas? Warum schweben denn hier so viele Fässer? Da, ein Trank. Und da ist ein Text. Beschriftetes Papier. Ach du meine Güte. Lass uns der Stille lauschen. Was treibt dich wirklich an? Wer bist du? Wer bist du, seit du Enderei betreten hast? Du bist jetzt das Gegenteil von dem, was du wirklich bist. Lehrreich, stark, mächtig. Jemand von Bedeutung, kurz gefasst, der Prophet. Du hast dir eine Geschichte, ein Märchen konstruiert. Ein Märchen davon, wer du sein willst. Und du hast genau die Menschen getroffen, die dir genau das bestätigen. Das war dir doch das Wichtigste, oder? Du hast jemanden gefunden, der dein Märchen glaubt. Merkst du es nicht? Du bist einfach falsch. Alles an dir ist falsch. Du bist erbärmlich. Weißt du das? Was würde Sirius dazu sagen? Du bist erbärmlich! Wie unsere Lebensspender an dieser Stelle sagen würden. Einfach nur erbärmlich. Okay. Ich nehme mal die Axt.
Nimm die Axt. Nimm die Axt. Oh, jetzt fliegen hier erstmal die Knochen. Ha! Aus! Aus! Was um alles in der Welt? Das ist ja eine Katastrophe. Hier ist eine Menschenverbrennungsanlage. Oh, Krustenbrot. Hier, schnell essen. Weil ich habe ja nichts in der Sache. Wir müssen uns ja mal ein bisschen heilen. Und hier werden quasi schon mal unsere ersten Sachen, die wir gelernt haben, ich sag mal, abgefordert. Oder gefordert, dass wir sie, ja, benutzen, die Sachen. Da sind wir hergekommen, ne? Oder? Ja, von hier sind wir hergekommen. Zerstörtes Buch. Es wird alles abverlangt hier. Ich möchte da mal die Treppe runtergehen, weil ich einfach nur mal gucken will. Da unten gibt es ein Schwert. Und einen Gesundheitstrank. Und der hat einen Bogen. Oh, wie fies das jetzt wäre, wenn das Skelett sich plötzlich bewegt. So, Axt bringt 5 Schaden. Ich bleib bei der Axt. Wow! Erstmal abstürzen. Ist hier was? Nö. Ist das gerade spannend hier unten? Speichern. Mist. So ein paar Geister sind ja eigentlich nicht schlimm. Vor allen Dingen, weil man sie töten kann mit einem einzigen Feuerball. Das ist so kalt hier und so bedrohlich. In der Zelle war es viel schöner. Was? Vielleicht hätten wir nicht gehen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Sei keine Mimose. Wir werden hier bestimmt rauskommen. Ich bin so gespannt, wo wir hier hinkommen. Ja, Terra, wie kannst du da schon wieder einen Cut machen? Ja, ich kann wieder einen Cut machen. Aus dem einfachen Grund, damit die Spannung einfach bis zum Ende da ist. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr die nächste Folge einschaltet, die ja bald kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall Enderale mit Augen... mit anderen Augen sehen. Schön, dass ich mich jetzt hier auch noch verspreche. Naja, jedenfalls bis zur nächsten Folge. Bis bald und tschüss.